Jo, hallo und servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde im Oberkommando. Wir spielen wieder Age of Wonders 3, die Kampagne der Elfenhof. Diesmal unterwegs mit dem Zwergen Bormak. Ork schrecken. Ob er Orks erschrecken kann, das werden wir dann gleich sehen. Und ja, erste Aufnahmesession nach meiner bitteren Niederlage, nachdem ich die weiße Fahne geschwenkt habe. Ja, ich schäme mich ja auch noch innerlich. Aber gut, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Ding noch zu gewinnen war. Ich denke, im Normalfall wäre das kein Let's Play gewesen. Hätte ich es auch nochmal versucht, so privat. Aber wie gesagt, ich will euch auch nicht damit langweilen, dass ich nochmal 10 Folgen lang das wiederhole, was ich eigentlich schon gemacht habe. Das wäre für euch, glaube ich, nicht so spannend. Deshalb habe ich diesen kleinen Wir-kommen-in-die-nächste-Runde-Cheat verwendet. Und jetzt sind wir hier in dieser neuen Mission unter der Erde. Und ich hatte ja schon gesagt, diesmal versuche ich eine etwas offensivere Strategie, indem ich mir hier gleich am Anfang kleine Armeen baue und versuche so schnell wie möglich zu expandieren. Hier mir zumindest den Untergrund schon mal zu eigen zu machen, bevor wir dann eben nach oben schlendern. Ja, und ich hoffe mal, dass das dann ja so funktioniert, wie ich mir das eben vorgestellt habe. So. Er braucht Befehle. Genau, da wollten wir uns ja hier mal oben ein bisschen durchbuddeln. Gucken, was da so ist. Hier hinten können wir uns ja auch noch durchbuddeln. Also hier gibt es sicherlich viel zu entdecken. Deswegen gehen wir mal in die nächste Runde. Wer kann noch laufen? Er hier, was wollte ich denn mit ihm? Ich gehe mal davon aus, dass wir hier die hier zusammenfügen wollten. Oder wollten wir das? Was wollte ich denn mit dem? Ah, das hat man immer davon. Ach so, wollte ich die hier ergänzen vielleicht? Das könnte natürlich sein. Schicken wir nochmal die Zwerge zu ihr. Ach, warte mal. Da fällt mir ein, das wollte ich ja noch machen letztes Mal. Wir haben ja hier noch lauter so Ungeziefer beziehungsweise Wildschweinchen rumstehen. Die könnten wir doch eigentlich mal erlegen. So, Unabhängige sind am Zug. Ich darf meinen Anführer verbessern. Das ist schön. 5 Verbesserungspunkte hat er. Was haben wir denn hier so? Tunnelbau. Okay, aber das können wir doch jetzt schon. Ach so, wir bekommen dann Gold, wenn wir das machen. Das ist nicht übel. Was ist denn kaiserliche Autorität? Oh. Das ist natürlich Premium. Zufriedenheit. Und ansonsten würde ich ihm geben. Trefferpunkte sind immer gut. So, dann buddel mal. Junger Krake. Ah, da oben haben wir einen Schatz. Den holen wir uns mal. So, genau. Und hier warten wir mal, bis die Gruppe vollständig ist, bevor wir hier eine Attacke starten. Hier haben wir ein Städtchen gegründet das letzte Mal noch. So, und du wartest. Ah ja, okay, die sind relativ stark, aber die sind, glaube ich, friedlich, weil die kein rotes Fähnchen haben. Von daher sollte das kein Problem sein. So, was haben wir hier jetzt für Leute? Schürfer. Setzen wir mal die zwei hier noch rein. Oh, ein Obsidian-Wyvern. Okay. Wie sieht denn da die Chancen aus? Sieg ist sehr wahrscheinlich. Ich würde die trotzdem jetzt mal automatisch kämpfen lassen, gerade bei diesen simplen Einheiten.
Ja, seht ihr, nicht mal was verloren. Und dreimal Level up. Das hat sich gelohnt. Jetzt bekommen wir hier über diesen Knoten Forschung und Mana. Das ist schön, dann können wir das hier unten eigentlich auch riskieren, ne? Perfekt. So, du brauchst Befehle. Musst du dir mal das Gold. Und dann buddeln wir uns hier mal durch. Und du wartest immer noch. Sind hier eine ganze Reihe von Gebäuden und Axtschwingern fertig geworden. Sehr fein. Fassen wir die gleich mal zusammen. So, jetzt kommen sie. Erforscht Steinigung. Sehr gut. So, die können wir jetzt hier mal zusammenfassen. Können wir hier jetzt einen Angriff starten. Nymphe. Hochelfenschamane. Das wäre geil, wenn wir den irgendwie bekommen würden. Aber wahrscheinlich wird er immun sein gegen diese Kontrolleffekte. Wählt ein Talent zum Erforschen. Geweihte Heilung ist nie schlecht. Musketier produzieren. Das wäre natürlich auch nicht übel. Ich glaube, das tue ich mal. Anlagenreparatur. Befestigungsanlagen mit Mana reparieren. Das ist sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich glaube, das mache ich mal schnell. Rimmand ist zu einer Gemeinde herangewachsen. Sehr gut. Hier dürfen wir die Produktion wählen. Was haben wir denn jetzt hier alles? Eine Kaserne. Kaserne. Schießplatz. Eine Arena noch. Und dann machen wir hier das gleiche. Mal einen Schürfer, einen Armbrustschützen und dann der Rest davon. So, wir buddeln uns hier durch. Sehr gut. Und das hier könnte noch eine Position für eine Stadt sein. So, und jetzt starten wir hier mal den Angriff. Manueller Kampf. Wenn wir hier noch den einen oder anderen übernehmen können, vor allem diesen Schamanen. Nymphe wäre auch nicht schlecht. Ah, die machen gar nichts. Na gut. So, muss ich nur mal gucken, wer ist denn für die Übernahme geeignet. Er kann Ahnen herbeirufen. Ach, konnte sie das nicht? Ich dachte... Habe ich schon wieder vergessen, meine Helden zu verbessern? Ich habe schon wieder vergessen, meine Helden zu verbessern. Oh, immer diese Anfängerfehler. Aber er kann das. Er ist ver... Warum ist sie denn nicht verbessert? Er ist auch verbessert. Warum hat es denn die Einstellung für sie nicht übernommen? Das verstehe ich nicht ganz. Na gut. Nahrhaftes Mal. Vernichter der Tiere. Ja, wobei Tiereinheiten könnte ich ja übernehmen. Das war jetzt vielleicht nicht so geil. Er kann auch Tiere übernehmen. Sehr gut. Hier haben wir noch eine Jägereinheit. Können wir den vielleicht zumindest ein bisschen schwächen.
So. Und du... Gehst mal ein Stückchen hier vor. Du wartest. Du gehst dahinter. Hier haben wir einen Gauner. Sehr schön, Level up. Ah, er kann auch übernehmen. Er kann das auch über die Distanz. Das ist schön. So, und er ist der Meuchler. Na gut, dann kommt mal her. Ah ja, jetzt kommt er angetüdelt. Ah. Oh, das war knapp. So. Mal gucken. Na, da kommen wir jetzt nicht hin. So, das Pferd hier machen wir mal down. Hat keine Wirkung auf das Ziel. Ach, scheiße. Habe ich mir doch fast gedacht. So, dann heilen wir dich mal. Ich möchte jetzt schon, dass du das überlebst. Gut, dann müssen wir dich leider um die Ecke bringen. Oh, das macht aber nicht so viel Schaden. Säurepfeil verschießen. Stellen wir dich mal davor. Ah, ich könnte dich phasen. Ah, scheiße, da bin ich jetzt zu weit gelaufen. Ah, dämlich. Oh, Entfernung. Wie lang muss ich denn da dran stehen, sag mal? So. Vielleicht könnte ich sie ja dann noch übernehmen. Oder zumindest das Tierchen hier. Dankeschön. Naja, gut. Machen wir sie halt so platt. So, und hoffen wir mal, dass jetzt hier alle am Leben bleiben. Ja. Das macht mir gar nichts. So. Das war ja nicht so schwierig. Wir haben ein Einhorn bekommen. Oh, das ist schön. Ja, sehr gut. Und dieses Feuerpferdchen. Das hier kommt zu ihm mit. Zack, zack. Dann trennen wir euch mal wieder. Und jetzt müssen wir sie hier, bevor wir es vergessen, die Punkte verteilen. Genau, sie bekommt erstmal Bezaubern. Den Assassinenangriff natürlich auch. Bezaubern. Oh Gott, was haben wir jetzt hier noch alles so? Das nervt so ein bisschen. Was haben wir denn hier noch für alle Einheiten? Waldtarnung. Ich weiß immer nicht, wie viel Tarnung bringt, wenn man gegen NPCs spielt. Ob dann der NPC nicht trotzdem weiß, wo man sich gerade aufhält. Sickertrupp. Alle Einheiten erhalten Welle erklettern. Das ist nicht schlecht. Angst auslösen. Vernichter der Frommen.
Kämpfen wir nicht gegen den Priester? Ich glaube schon, oder? Freie Bewegung, Frostschutz. Gegengift. Giftschutz. Nicht schlecht. Alle Einheiten erhalten Giftstärke. Kontrolle durchbrechen. Das können wir auch mal nehmen. Königsmeuchler. Alle Einheiten erhalten Vernichter der Helden. Nehmen wir auch mal. Härter als Stahl. Rüstungsdurchschlag. Ich mag immer diese Sachen, die dann alle Einheiten in der Armee bekommen. Ah ja, die Zauberpunkte. Da sollte ich mir sicherlich ein paar nehmen. Perfekte Aufmerksamkeit. Projektilresistenz, Rüstungsdurchschlag, Sabotage, Sadismus. Oh, das ist cool. So, jetzt machen wir hier oben nochmal 5 Trefferpunkte, Verteidigung, Resistenz, Nahkampfstärke, Fernkampfstärke, nochmal Trefferpunkte, nochmal Verteidigung und... Naja, nimm mal Frostschutz, warum denn nicht? So. Sehr gut. Dann haben wir hier unten alles geklärt. Marschieren wir mal alle da hoch. Sehr gut, wenn die Stadt sich hier noch ausdehnt, das ist ziemlich geil. Der Knoten hier auch. So, genau, du wartest mal hier. Du campierst auch mal. Bis du aufgeheilt bist. Ah, wieder gewachsen ein Städtchen. Sehr gut. So, was machen wir hier jetzt? Hier haben wir die erste Armee gebaut. Jetzt schauen wir mal. Das heißt, wir sollten jetzt mal in die nächste Stufe gehen. Eine Kriegsakademie. Das wäre so das nächste. Bauen wir eine Kriegsakademie und eine Belagerungswerkstatt. Und danach bauen wir Einheiten dementsprechend. Ah, und das sollten wir noch bauen. Dann können wir neue Einheiten errichten. So, und wir können jetzt mal hier rein tingeln. Oh. Oh. Trolle. Die sind böse. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mich da reinwagen soll. Oh, die sind auch stark. Da würde ich vielleicht mal zurückgehen und auf Unterstützung warten. Dann wissen wir schon, wo wir unsere Helden hinziehen. Einen Troll übernehmen, das wäre natürlich auch sehr, sehr geil. So, Armbrustschütze, Axtschwinger, den können wir dann noch hier hinsetzen. Wählt ein Talent zum Erforschen. Steinhaut, geweihte Heilung. Ich hatte jetzt gesagt, jetzt den Musketier. So, hier haben wir alles durch. Da kommen jetzt hier diese Standardsachen. Holzwall, Lagerhaus, Schrein, Halle der Baum... beziehungsweise Halle der Baumeister sollte ich vielleicht vorne ransetzen.
Halle der Baumeister, Lagerhaus, Holzwall, Schrein, Laboratorium. Bauen wir mal die. Ihr kommt hoch. So, ihr seid voll geheilt. Dann können wir da jetzt reinrennen. Sieg ist sehr wahrscheinlich. Wir machen wieder automatisch. Und wieder keinen Verlust. Dafür ein Upgrade. Sehr gut. Und wir bekommen jetzt hier zusätzliche Forschungspunkte. Oh, da hinten sollten wir uns mal hinbegeben. Beziehungsweise dann auch mal hier rein in diesen epischen Bunker. Aber da warten wir vielleicht noch, bis wir ein paar bessere Einheiten haben. So, Hochwagen sollten wir uns nicht. Noch nicht. Wir können uns hier mal durchbuddeln mit denen. Was es da hinten gibt. Ah ja, sehr gut. Bleibt mal hier. So, mein Heldentrupp kommt hoch. So. Dann mal dahin. Arena abgeschlossen, sehr gut. So, ich hoffe wirklich, dass ich das jetzt hier besser spiele. Wie das letzte Mal. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich beim letzten Mal wohl ein bisschen zu langsam war. Zu defensiv. Jetzt versuche ich mich hier wirklich mal relativ flugs auszudehnen. Und auch mal dann diese Sachen hier zu benutzen, das hat, oder zu besuchen und zu clearen. Das habe ich letztes Mal ja auch nicht gemacht. Wählt ein neues Talent zum Erforschen. Golem. Moderne Kriegsführung. Das sollte ich mal tun. So, jetzt sind wir hier durch. Dann kommt jetzt hier auch Baumeister, Lagerhaus, Holzwall, Schrein, Laboratorium. Und das ist noch ein Bogenschütze. Den nehmen wir dann noch hier mit zu. So, und dann buddelt ihr euch mal als Sechser-Trupp hier vor. Als Zwölfer-Trupp besser gesagt. Und dann versuchen wir uns hier oben noch ein paar Golems zu holen. Oder nee, Trolle. Trolle, keine Golems. Oh, und Spinnen gibt's hier auch. Heiland. Ja, wenn wir da das ein oder andere bekehren, das wäre nicht übel. Eindringlinge. Oh, what? Wo kommt der denn her? Oh, oh. Houston, wir haben ein Problem. Okay, hier haben wir Leute drin. Wo kommt der denn her? Mal ohne Spaß. Wo kommen denn diese Untoten plötzlich hergegammelt? Von hier? Das kann sein. So, wir graben uns mal hier weiter vor.
Wo ist eigentlich Milady? Ah, ich glaube, die lassen wir mal unten. Nicht, dass hier noch mehr kommen. So, du wartest mal. Du wartest auch. So, was machst du jetzt? Oh, die Spinne greift uns an. Oh nein, jetzt haben wir ihn nicht drin. Das ist aber jetzt doof. Na gut. Dann müssen wir das so erledigen. Ist jetzt echt ein bisschen doof, dass unser Tierfreund nicht dabei ist. Das hätte doch sehr geholfen. So, und ich werde mich jetzt mal wie so ein kleiner Feigling erstmal ein bisschen zurückziehen. Dafür kommen wir mit ihm näher ran. So, dann kommt mal an, Spinne. Ich meine, wir haben ja trotzdem Bekehrfähigkeiten. Nur mit dem, mit der Tierfreundschaft wäre das wohl erheblich leichter. So. Angewidert? Oh ne, das wollen wir natürlich nicht, dass ihr angewidert seid. So, dann mal auf geht's. Ein Tiefenwächter. So, er kann ja auch bekehren. So. Na, er muss noch ein bisschen rankommen. Dreimal, dreimal, dreimal. 10 bis 15. So, mal schauen, können wir ihn vielleicht schon... Macht der Worte. Oh, das ist cool. Alle feindlichen Einheiten sind möglicherweise bewegungsunfähig. Ja gut, nur bei einem hat es funktioniert, scheiße. Nein, jetzt hat er mich eingesponnen. Dieses Luder. Oh. Haha, widerstanden. Na, das nützt mir aber jetzt nichts. Kann ich irgendwie sowas unterbrechen? Nein. Hat keine Wirkung auf das Ziel. Ach, super. Da hätte ich doch meinen Tierfreund gebraucht. So, du bist immer noch eingesponnen, ne? Lebst du noch? Ja, er lebt noch. 3 bis 4. Ah ja. So, der wäre weg. Wird zurückschlagen.
Sichtbehinderung. Schwer vergiftet. Na, wir riskieren es mal. So. Kriege ich leider trotzdem nicht weg. Wenn ich hier hingehe. Ja, dann geht's. Sehr gut. So. Dann kommt er hier noch. Ah, das stinkt mir jetzt, dass wir diese Spinne nicht bekommen haben. Gut, aber die Golems. Ogre. Ah, jetzt greifen die doch an. Diese Schnittchen. Na gut. Da weiß ich jetzt nicht, wie das ausgeht. Könnten. Wir haben immerhin noch 40 Zauberpunkte. Steinigung. Ja. Können wir einmal machen? Haben wir noch was für 10? Nö. Na gut. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ah, nee, das wollte ich nicht. Gut. Schauen wir mal, ob wir das trotzdem hinkriegen. Ansonsten muss das Sundren dann erledigen. Ich meine, die sind ja auch nur Stufe 1. Wie viel hat der denn? 45. Ja, wir warten nochmal. Ja, jetzt wird er hier schießen natürlich. Naja, wir haben unser Schild. Hat auch ein Schild. Ah, jetzt kommt er näher ran. So. Und er kommt außen rum natürlich. Mächtiger Angriff. Schauen wir mal. Wie viel hat er noch? 25? 24? Vielleicht kriegen wir ihn tot. Wir versuchen es mal. Ah, 20 nur. Scheiße. Ja, das würde uns jetzt umbringen wahrscheinlich. So. Zweimal. Ja, das wird leider nichts. Schade. Da war ich nicht darauf vorbereitet, dass da so ein paar Leute runtertingeln. Jetzt haben wir die Stadt dummerweise verloren. Aber die holen wir uns gleich wieder. Solche Schlingel. So, jetzt will ich aber unbedingt einen von denen haben. Oh ja, hier ist wieder ein schöner Ort für eine Stadt, tatsächlich. So, das sind ja nur zwei. Manueller Kampf.
So, wahrscheinlich wird er in Richtung Zwerg marschieren. Das sind die schwächsten Einheiten. Ja. Wusste ich's doch. So. Außer Reichweite. So, dann müssen wir schnell hier hin. Mein Einhorn. Mein Feuerpferd. Ich könnte mir dir noch eins mitgeben. In die Flanke. Ich will es noch nicht ganz wagen. Wir warten hier mal noch. Wie weit kann er laufen? Bis dahin. Gehen wir mal ein Stück zurück. Stellen meine Frontkämpfer mal so auf. So. Au, er kann nachwachsen. Au. Kann er doch so weit laufen, aber jetzt ist er ziemlich nah dran. So. 55%. Nein, wir standen nicht gut. Jetzt versuchen wir es hier nochmal. Jawohl. Troll gehört mir. Das ist doch sehr schön. So, und der muss dann dran glauben. Perfekt. Aber das Trollchen gehört jetzt mir. Das ist ein Monster. Ja, passt. Troll passt irgendwie zum Goblin. Den stecken wir da mit rein. So, und hier kann man wirklich noch eine schöne Stadt hinstellen. Wenn wir das hier alles geklärt haben, dann noch das Verlies dazu, wobei das legendär ist. So, schauen wir mal hier. Draconia. Ja, warten wir mal kurz, bis die Runde sich wieder erholt haben. Okay. Bisschen Mana. Hier sind Menschen. Hier könnte man sich auch ein Städtchen noch vorstellen. Lass sie laufen. Gut, lassen wir sie laufen. Kriegen wir ein bisschen Gold. Und hier geht's weiter. Mit dem Schatz. So, jetzt holen wir jetzt erstmal hier unser Städtchen wieder. Okay, wir waren jetzt lange genug im Erdreich. Wie Sundrin schon sagte, müssen wir uns beeilen, wenn wir dieses Land sichern und rechtzeitig Armeen aufbauen wollen, um Leonus und Saridas aufzuhalten. Außerdem sehen Sundrin sich nach frischer Luft an die Oberfläche. Okay, er sagt, wir sollen an die Oberfläche gehen, aber erstmal hole ich mir meine Stadt hier zurück. Dankeschön. Die Produktion für Rimmernd. Ich glaube, hier waren wir auch gerade dabei, Einheiten auszuheben, ne? Deswegen würde ich sagen, machen wir das noch. So. An die Oberfläche. Ich weiß nicht, ob ich das schon möchte. So, euch lasse ich aber jetzt vielleicht doch mal hier. Eigentlich möchte ich hier jetzt erst noch eine Stadt gründen.
Da können wir einen automatischen Kampf machen. Wie, ich habe eine Einheit verloren. Den Armbrustschützen jetzt ohne Scheiß. Oh, wie mies ist das denn? Also die sind ein bisschen besser hier. Da muss man aufpassen. Das sind die Erstgeborenen. Die Irrlichter. Die kriegen wir, glaube ich, noch relativ gut weg. So, wir warten wieder. Ein Ründchen. Armbrustschütze. Sehr gut. Okay. Achso, ihr seid wieder dran. Da können wir uns noch ein paar Schätze holen. So, Gold, Produktionsressourcen, was nehmen wir denn? Kriegsakademie oder Lagerhaus? Ich glaube, die Kriegsakademie ist immer ein bisschen teurer, ne? Was machen wir jetzt? Forschungstechnisch, Terraformer, ich nehme mal die geweihte Heilung. Automatischer Kampf. Sehr gut, ohne Verluste. Draconia. Hochelfen. So, wir warten noch auf eine kurze Erholung. Ich darf meinen Anführer wieder verbessern. Das ist doch schön. Alle Einheiten erhalten plus 1 und beschworener Vernichter. Ja, das ist doch ganz nett. Und dann bekommst du noch 1 Verteidigung. Und fertig. Dich darf ich auch verbessern. Ah, genau, wir wollten ja dir noch einmal Druidenkunde geben, deswegen warten wir. So, dann gucken wir noch hier hoch. Okay, er sagt starke Truppen. Irgendwas mit Grimdotter. Das ist unsere Konkurrenz. Gehe ich mal davon aus. So. Gut, dann attackieren wir mal. Sehr gut, wieder ohne Verluste. Ein Level up. Oh, ein Phantom. Ein Sichter. Ja, doch, hier müssen wir unbedingt sogar noch 2 Städte können wir hier gründen. So, aber hier können wir uns tatsächlich noch so ein paar Level-Ups holen. Das ist ganz praktisch. So, ich weiß nicht, soll ich mich jetzt schon nach oben wagen oder... Ich glaube, ich warte noch kurz. Aber nicht, dass ich schon wieder zu lange warte. So, automatischer Kampf. Bäm. Sehr gut, wieder ohne Verlust. Dafür ist unser Pferdchen besser geworden. Wir holen uns wieder Gold. Und gehen dann weiter zum nächsten. Habe ich jetzt noch was verloren? Ne, der hatte schon immer nur 5, ne?
So. Eine Runde kurz Erholung. Und ich darf dich verbessern. Heilige Kanalisierung. Vernichter der Monster. Armutsgelübde. Weniger Unterhalt. Hm. Das nehme ich gerne mit. Ja, nicht, ich bin hier unten noch nicht fertig. Ich will hier zumindest noch meine zwei Städte da oben gründen. Dann kann ich darüber nachdenken, nach oben zu gehen. So. Okay, er darf noch ziehen. Hier kann ich nicht hin. Hier kann ich mich noch rein. Oh! Nicht gut. Da habe ich zu schnell gebuddelt. Aber ich glaube, er kann hier durch. Scheiße. Gut, jetzt wird es das Viech bestimmt angreifen. Nein. Es zieht sich zurück. Sehr erfreulich. Frage ist, ob ich das nicht sogar gewinnen würde. Ah ja, ich weiß nicht. Gewinnen vielleicht schon, aber wäre doch verlustreich. Ich glaube, ich buddel mich erstmal hier oben rein. Gucken, was da noch so... Kann ich da nicht rein? Oh. Na gut. Okay, das sind viele Spinnen. Das sind sehr viele Spinnen. Aber gut zu wissen, dass wir dann hier auch noch gleich hier hoch müssen. Denn das kann ich jetzt nicht so offen hier stehen lassen. Aber gut, ich schaue auf die Uhr und würde sagen, das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn es der Fall ist, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, einen Kommentar oder ein Abo, wenn noch nicht vorhanden. Da freue ich mich wie immer sehr drüber. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Oberkommando. Wir spielen Age of Wonders 3, die Kampagne der Elfenhof. Macht's gut, bis bald und Servus!